Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter. Direkt aus dem legendären Café Federal vis-à-vis vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Lukas Golder. Er ist Co-Leiter von GFS Bern, ein Institut, das Umfragen macht für die SRG, für x andere Sachen auch. Von der Ausbildung her ist er Politikwissenschaftler. Wir reden heute über die Umfragen und über die Abstimmung, die am Sonntag stattfindet. Natürlich, das ist hochaktuell. Wir reden darüber, was man dort ein bisschen für Verschiebungen sehen kann. Und dann werden wir ein bisschen genauer noch darüber reden, wie man Umfragen macht, was sie aussagen und vielleicht auch, was nicht. Wie immer nehmen wir aber zuerst ein Glas Wein, ein Weisse aus dem Wattland, ein Désalé. Ganz fein, steile Terrasse. Ich habe den sehr gerne. Ich habe mal den Weinbauer kennengelernt, einen ganz spannenden Typ, der Herr Dubois. Und ja, freut mich, dass du bei uns bist. Bin gespannt, freue mich. Zum Wohl. Merci vielmals, Tommy. Ja, jetzt am Sonntag haben wir einen Abstimmungssonntag reich befrachtet, 5 Vorlagen. Wir haben ja schon mehr gehabt, oder? Aber 5 ist doch ziemlich viel. Wenn man sich ein durchgehen bei der Initiative, sieht es glaube ich nicht so gut aus. Dort ist der übliche Trend ein bisschen, dass es retour geht, Zustimmung und womöglich eher ein Nein rausschaut. Oder wie siehst du das? Ja, also der übliche Trend, aber es ist vieles nicht ganz so üblich wie normal, glaube ich, in der momentanen Phase. Man muss genau hinschauen. Aber diesmal ist der Trend sehr eindeutig. Und ich bin gestern nochmal übers Land gefahren mit dem Rennen. Es ist unglaublich. Es sind auch Sachen, die neu als Phänomen sich zeigen. Ich glaube, die Mobilisierung und die Orchestrierung von der Landbevölkerung, nicht nur von den Bäuerinnen und Bauern, das habe ich so in diesem Ausmaß noch nie beobachtet. Ich auch nicht. Ja. Und das, einen Trend musst du heute auch, glaube ich, setzen. Du musst deine Argumente sichtbar machen, du musst zeigen, dass du auch einen Bewegungscharakter hast. Mhm. Und das haben Bäuerinnen und Bauern jetzt auf der Seite des Doppelnein, glaube ich, diesmal geschafft. Und ich glaube, dieser Trend ist tatsächlich unumkehrbar. Das könnte sogar eine relative Abwatschung geben von beiden Initiativen. Im Moment würde ich eher ein bisschen in diese Richtung tendieren. Es kommt mir vor, wie wenn der Bauernverband und die bäuerlichen Kreise ein bisschen Konzernverantwortungsbefürworter kopieren, oder? Fähnchen überall auf dem Land. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich glaube, dass Konzernverantwortungsgeschichte ist wirklich, das ist ein kleines Fanal gewesen für eine neue Zeit, wo Kampagnen in der orchestrierten Form mit durchaus Mitteleinsatz, der sehr hoch ist. Es ist umstritten, wie viel Zahlen es ist, nicht ganz transparent, aber durchaus, wir reden hier von zweistelligen Millionenbeträgen, die könnten im Spiel gewesen sein. Und das heisst, dass es einen Mitteleinsatz gibt, aber eben auch eine Bewegung. Und dieser Mix, das haben natürlich Zivilgesellschaften extrem gut jetzt hergebracht, weil die Mobilisierung von der Zivilgesellschaft, das haben sie immer gut können. Ja. Und jetzt können sie aber auch noch mit Mitteleinsatz die orchestrierten Kanäle bespielen, also Plakat, Fahnen, überall präsent zu zeigen. Und diese Orchestrierung, das hat mich extrem beeindruckt. Und wir haben seither ein paar Mal ähnliche Phänomene beobachtet. Einmal gegen sie abgesetzt und jetzt auch auf Seite von der beiden agrarpolitischen Vorlagen vom Bauernverband inszeniert, orchestriert. Wir haben hier von 6 bis 7 Millionen, die im Spiel sind. Okay. Und also auch von der Mitte her. Wir kennen die Welt jetzt doch einige Jahrzehnte. Und früher hat man gesagt, wenn du sichtbar sein willst, musst du 1 Million investieren. Genau, das ist so die Benchmark. Und jetzt reden wir von 5 bis 10, ja, vielleicht sogar mehr. Bei den Wahlkampagnen, angefangen von SVP, dann auch von FDP, hat es so in den 2000er Jahren ist man Richtung 10 Millionen oder mehr gegangen. Mhm. Und jetzt kommen plötzlich Abstimmungen, eins um das andere Mal. Mhm. Und was fehlt im Moment auf der Gegenseite, ist die Diskussion, der Austausch. Da haben wir nicht so intensiv, vor allem mit Leuten, die nicht genau gleicher Meinung sind. Mhm. Und ich glaube, je weniger dass wir den Austausch haben und je mehr dass Kampagnen einfach so mit Wucht kommen, desto eher wird es so emotional und auch etwas polarisiert. Oder das ist das, was ich befürchte, egal von links oder rechts. Es geht mehr um den Charakter der Diskussion. Das ist jetzt mehr kalifornisch, wo wir auch sehr viele Abstimmungen haben, wo einfach das Fernsehen auch eine sehr wichtige Rolle spielt, wo Millionen, x Millionen eingesetzt werden für Kampagnen. Und so die anderen Kanäle, die so etwas ausgewogener sind, die etwas mehr diskutieren, die fehlen. Das finde ich schade. Also, das müssen wir dann schon noch, können wir vielleicht das mal vertiefen. Wo bleibt denn die Debatte, wenn wir so intensive Abstimmungskämpfe haben, die letztlich sehr plakativ und sehr vereinfachend sind? Wo spielen noch die Foren? Und ich meine, du hast es sicher mitbekommen, dass gewisse Exponenten von beiden Seiten, glaube ich, massiv bedroht worden sind. Auch, und das wäre keine gute Entwicklung, da sind wir uns sicher einig.
es ist extrem schade, weil man ist in der Hälfte der Fälle mehr oder weniger nicht einverstanden mit dem Resultat der Mehrheit. Plus, minus, genau, ja mehr, das dass es so 50 ist. Das ist ja so. Aber meistens bin ich glücklich, bis sehr glücklich mit dem Resultat der Diskussion. Was hat man herausgebracht? Was waren die Positionen? Was hat man verstanden? Vielleicht auch von Gegenseite. Und das ist für langfristige Entwicklung. Wir sind x Kulturen in der Schweiz verbunden, x Identitäten, lokal, kantonal, katholisch, reformiert und so weiter. Wir sind ein extremer Melting Pot. Lauter Minderheiten. Lauter Minderheiten, aber wir haben so die 50-50-Regel bei der direkten Demokratie, die die höchste Liga von Mitbestimmung ist. Aber das heisst, dass wir auch Ausgleichsbecken brauchen, für das, die überlegen sind, auch mal wieder das Gefühl haben, ich kann da auch mitreden, ich habe mal recht. Und das lebt davon, dass wir im dauernden Austausch sind und die verschiedenen Identitäten immer wieder neu aufeinanderprallen. Und das ist im Moment zu kurz gekommen, aber das kommt auch ein bisschen mehr zu kurz, wenn die Kampagnen einfach martialisch emotional werden. Was hast du das Gefühl, führt jetzt das zu einer Mobilisierung, gerade jetzt zum Beispiel in bäuerlichen oder Kreisen oder auf dem Land, von Leuten, die sonst nicht an die Turnen gehen? Also erwartest du eine höhere Stimmbeteiligung von diesen Leuten jetzt? Genau, das ist übrigens gerade wieder Thema Umfragen. Das ist das, was man am schwierigsten kann messen kann. Auch international bei Wahlanalysen, wenn man wieder sagt, die USA-Umfragen waren schlecht, was sie diesmal nicht so richtig waren. aber ab und zu gibt es das. Und es ist gerade mit den Registrierungsprozeduren in den USA extrem schwierig zu sagen, wer wirklich, wirklich am Schluss geht wählen. Und in der Schweiz ist auch sehr schwierig zu sagen, wer wirklich am Schluss war und wer nicht. Aber es gibt so systematische Verzerrungen. Und man kann sagen, je weniger Haushaltseinkommen vielleicht im Haushalt ist, je weniger Anteil Leute oder auch Eltern, die irgendwo den Universitärweg, akademischen Weg gemacht haben, desto weniger nehmen sie systematisch teil. Oder umgekehrt, die halb vom Elternhaus schon Politik quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben und nachher in der Schule, die gehen einfach, die gehen immer. Und das heisst, gerade Leute, die vielleicht jetzt aufgeschreckt sind durch die Kampagne von der Nein-Seite, beim CO2-Gesetz, die sagen, da zahlt die Landbevölkerung, die vielleicht auf ein Auto angewiesen sind oder auf eine Erdölheizung. Das sind vielleicht auch Leute, die vielleicht nur einmal alle 10 Jahre gehen. Und das verschiebt das Gewicht und das verschiebt das Resultat. Vielleicht 3% macht das im Einzelfall ungefähr ausgeschätzt. Ist in der Umfrage extrem schwierig zu messen. Vor allem, wenn in der Städte im Moment Zeichen immer noch so sind, dass die Mobilisierung eher ein bisschen unter dem Schnitt dürfte bleiben, dann verschieben sich die Gewichte. Und dann hat die Landbevölkerung ein bisschen mehr Power als normal. Und das macht das Austarieren von Umfragen. Und das kann wirklich, oder ich kann auf das auswählen natürlich. Es gibt, ich habe einen alten Landwirtschaftspolitiker mal am Telefon gehabt, vor 10 Tagen. Ich kann schon sagen, wer der Rudi Lustenberger, CVP, Entlebuch, wo mir sagt, ja, du wirst sehen, die Mobilisierung von der Bauern, von der Landbevölkerung, wird wahrscheinlich beim CO2-Gesetz könnte ausschlaggebend sein, oder dass es dort dann vielleicht eben ins Nein kippt, weil dort sind die Umfragen sehr knapp, also innerhalb von diesen Streuungen, die einfach möglich sind, das ist, glaube ich, nicht möglich. Es sind eher ins Jahr, kann man sagen, sie sind eher ins Jahr, aber man kann, glaube ich, nicht irgendwie sich zum Fenster auslehnen und sagen, man wüsste, wie es am Sonntag ausgeht, oder? Nein, das ist klar, genau wie du sagst, Unsere Standardindikatoren verweisen doch auf leichten Vorsprung von Ja-Seite, der aber schmilzt. Was glaube ich noch speziell ist, bei Behördenvorlagen, bei Gesetzesvorlagen, oder? Das ist nicht üblich, Es ist nicht so üblich, aber was vielleicht typisch ist für die jetzige Zeit im Moment, dass es eben schnell mal irgendeine Schwäche kann attackiert werden von einem Gesetz. Und dass man nachher immer mehr die Schwäche in den Vordergrund rückt. Und das ist eigentlich bei Initiativen typisch, das, was du ja gesagt hast, bei Initiativen kennen wir das. Weil dann findest du einfach den Schwachpunkt und dann reitest du aus der Gegenseite ein bisschen auf dem herum. Das ist fast nicht zu stoppen bei Initiativen. Und bei einem Gesetz ist es meistens ein bisschen austarierter. Da setzt sich der Bundesrat doch ein bisschen dafür ein, die Parlamentsmehrheit, die Parteien. Und dann gibt es eine intensivere Diskussion. Man ist vielleicht ein bisschen weniger gesteuert in der Ausgangslage, zu welcher Seite man neigt. Und dann hat aber die Ja-Seite immer auch noch ihre Plattform.
Zum Beispiel in den Medien ist das CO2-Gesetz extrem gut da in den Redaktionellen, wird es extrem gut dargestellt. Das ist, Inserat haben sie mehr Ja-Seiten als Nein-Seiten in den redaktionellen Medien. Also man sieht irgendwie, die sind eigentlich sehr präsent, die haben die wuchtigeren Exponentinnen und Exponenten mit dem Bundesrat und Bundesrätin, die sich da engagieren. Das hilft eigentlich der Ja-Seite meistens, dass eben der übliche Tempo Initiative überhaupt nicht ist. Aber im Moment haben wir einige, und zwar von links und von rechts, wo da fast das Gleiche passiert. Irgendwo also, findet man Freihandel Indonesien war das letzte Beispiel im März, oder? Ja. Irgendwo findet man irgendwie Zucker, Kampfjet, irgendwo, ja, Gesetz. Eben, egal, ob von links oder rechts. Ja. Spiel, mir geht es um das Phänomen. Genau. Du findest ja bei jedem Vorschlag Schwachpunkte. Ja, aber man sieht, es viel grösser sind und mehrere Facetten haben. Und dann, aber ich meine, jetzt, das Nein-Lager reitet jetzt ganz stark auf dieser Flugverkehrsabgabe herum, wo wir wissen, das ist eigentlich der kleinere Teil von diesem Gesetz. Oder? Aber damit probiert man, habe ich den Eindruck, gerade die jüngere Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Und dann allgemein auf den Kosten. Und die Gegenseite probiert wirklich den Nutzen darzustellen. Aber sie reden natürlich, das ist aber in diesen Kampagnen immer so, ein bisschen aneinander vorbei natürlich. In einem gewissen Moment, das ist immer so. Je mehr einfach Kampagnen-Geplänkel ist, desto mehr ist es so ein bisschen auf die eigene Mühle. Aber es gibt schon etwas, was du zu Recht ansprichst. Oder? Ich habe vorher schon gesagt, wir haben X-Identitäten. Wir sind nicht einfach nur X oder Y. Und hier ist etwas, was wir halt typischerweise von der Wirtschaftsseite her eigentlich kennen, dass man sagt, es gibt von der Idee, geht man eigentlich aufs Portemonnaie, oder? Und eigentlich von einer politischen Ansprache der Leute versucht man es als Konsumentinnen und Konsumenten anzusprechen und zu sagen, schau, die Idee ist zwar super, aber du zahlst so mit deinem eigenen Portemonnaie. Und diesen Trend den haben wir eben bei ein paar Vorlagen jetzt. Und der könnte sich eben, wie auch der Rudi Lustberger offenbar signalisiert hat, oder der könnte sich auch verstärken. Und diesen Hinweis habe ich schon eindeutig, dass es dann nicht nur ein Doppel-Nein ist mit Solidarität zu den Bäuerinnen und Bauern, sondern dann ein Dreifach-Nein, wo man sagt, ja, auch der Mittelstand oder der Untermittelstand oder auf dem Land zahlt den Preis für diese Form von Lenkungsabgabe. Und darum stimmen wir dreimal Nein. Oder dann sogar noch mehr. Oder? Ist das der Grund, warum, ich habe jetzt immer wieder bei den Befragungen, die euer Institut oder auch jemand anderes gemacht hat zum CO2-Gesetz, hat man ein bisschen gesehen, dass ja, gerade bei Jüngeren eigentlich nicht so wahnsinnig stark ist. Also, es ist, also der Unterschied ist nicht gross. Mhm. Aber gleich, es hat sich durchgezogen bei allen Umfragen. Oder wie erklärst du das? Also das eine ist, glaube ich, dass die Klimajugend, das ist klar, die auf der Straße sind, ist ein kleiner Anteil. Es wird immer überschätzt, das wird natürlich auch medial gezeigt. Das ist laut. Und dann gibt es aber einen grossen Anteil, über die Hälfte, die sich zugehörig fühlen, jetzt von den ganz Jungen, wir haben ja 16- bis 24-Jährigen, gemäss CS-Jugendbarometer ist jetzt das, die fühlen sich zugehörig zu dieser Bewegung. Also wenn wir über Klima reden, würde ich schon im Moment noch sagen, der Zeitgeist spricht bei den Jungen sehr stark für die Bewegung. Es gibt ein Bedürfnis der Jungen, zu dem, was quasi Trend und Hip ist, auch wieder dazuzugehören. Und ich denke, da reden wir schon von etwas, wo jetzt die Zeit von der Covid-Krise wird überdauern von den Jungen, von dieser Generation. Also Klima, Nachhaltigkeit in Bezug auf CO2-Politik. Jetzt haben wir aber hier einen Spezialfall natürlich. Erstens hat aus der Westschweiz auch Kritik gegeben, dass es zu wenig mitgeht von der Klimajugend. Und zweitens ist natürlich die Formschwäche, vielleicht anhaltende Formschwäche, glaube ich, von dieser Klimajugend, auch ein bisschen Teil von dieser Diskussion jetzt bei den Jungen. Und jetzt kommt eben eine andere Identität, jetzt kommt die Konsumentinnen, Konsumentensicht, das Auto ist für viele Junge extrem wichtig. Und dann kommt plötzlich eine ganz andere Diskussionsachse rein, eine Schwäche von dieser Vorlage, dass man eben auch muss zahlen muss. Und jetzt sieht es bei der Jugend plötzlich wieder anders aus, als man immer gemeint hat. Das eine war vielleicht überzeichnet, wie umweltaffin die Jungen sind. Mindestens, wenn es nicht direkt ums Klima geht. Und jetzt haben wir eine Situation, wo bei den Jungen ganz andere Identitäten wieder spielen. Und sie sind nicht so politisch gebunden wie die Älteren und Ältesten, die ja ein riesiges Gewicht haben bei Abstimmung. Ja, viele grösser. Genau. Ja, und die wissen ja mehr oder weniger bei gewissen Fragen von Anfang an, ich bin auf der Seite von denen oder denen. Aber bei den Jüngeren ist das viel flüssiger. Die haben auch noch weniger fixierte Meinungen. Die gehen weniger stimmen und eben auch nur, wenn es sie wirklich interessiert. Mhm. Und darum ist das für mich jetzt auch nicht eine riesen Überraschung. Aber es ist natürlich spannend, weil es ein bisschen gegen Zeitgeist wirkt. Also letztlich eben zu einem differenzierten Bild auch von dieser Generation beiträgt. Das ist nicht schlecht an sich, oder?
Ja, ich finde auch, Differenzierung ist immer gut, sicher. Was ich aber schon gelernt habe, es hilft auch mir zum Verständnis der Jungen. Wenn man sagt, okay, es gibt vieles, was bei den Jungen auch vor 40 Jahren gleich war. Aber es gibt schon Sachen, die neu sind. Die finde ich extrem spannend. Und so jung sind wir auch nicht mehr. Nein, ich kann nur noch beobachtend mitfiebern, aber nicht mehr mitreden. Der zweite Fall, den ich noch bespreche, ist die FDP. Das ist interessant. Oder beim CO2-Gesetz die Partei ist dafür, Ja-Parole. Es hat aber eine Minderheit gegeben an der Delegiertenversammlung, die fürs Nein war. Die Partei ist offensichtlich gespalten. Die Wählerinnen und Wähler sind fast noch mehr gespalten. Die Zahlen sind ein bisschen verschieden, aber sie sind überall ein bisschen so, dass etwa eine Hälfte vielleicht von der FDP oder von den Sympathisanten, Sympathisantinnen von der FDP, das anders sieht als ihre Partei. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, die Meinungsbildung hat dort früh angefangen. Und das ist die Sensibilität, wenn es Widersprüche gibt gegen, sagen wir, staatliche Intervention. Mhm. Wenn die sichtbar sind, die Widersprüche, auch von der Partei Exponentinnen und Exponenten, dann wird sehr schnell genau hergeschaut. Ich glaube, jetzt bei der jetzt noch verfügbaren FDP-Anhängerschaft haben wir es mit sehr vielen Leuten zu tun, die eben sehr genau hinschauen, sehr bewusst auch Politik verfolgen. Vielleicht auch zum Teil, eben, wenn man die grüne Politik über die letzten Jahre zu wenig aggressiv gefunden hat von der FDP, schon zu der GLP gewechselt hat. Okay, oder der Absprung zu der SVP, da reden wir 90er und 0er Jahre. Und jetzt kommt halt auch eine Abwanderung in Richtung GLP. Wir reden hier nicht mehr von einer 20-plus-Prozent-Partei, sondern eher von einer 10-plus-Prozent-Partei. Und in dem Milieu, wo sie sich jetzt bewegt, gibt es vehementen Widerspruch. Ich finde das spannend. Also in diesem Ausmaß hätte ich es nicht erwartet, aber es ist für mich mehr Zeichen, dass zwar die FDP-Anhängerschaft durchaus für das Prinzip von einer Lenkungsabgabe ist, für eine aktivere Umweltpolitik, aber sobald es ums Konkrete geht, werden sie sehr genau hinschauen. Mhm. Und dort ist der Widerspruch sehr viel lauter, als man es jetzt vielleicht aufgrund der Mitglieder erwarten konnte, die eigentlich die Unterstützung für den Kurswechsel in Richtung mehr aktiver Umweltpolitik extrem gut abgestützt war. Mhm. Es ist wahrscheinlich, es sind halt andere Leute. Aber habe ich es richtig im Kopf? Die Mitgliederbefragung haben auch ihr gemacht, ja, für die FDP, genau, oder? Also dort hat man Leute befragt, die sich als Mitglieder von der FDP bezeichnen. Und mitgemacht haben, glaube ich, irgendwie zwischen 20 und 25.000, ja, genau, oder irgendwie so. Aber es ist also auch nur ein kleiner Teil von der gesamten Mitglieder, glaube ich, gewesen, wo je nach Zählart grösser ist. Und da fragt man ja dann nach Sympathisanten. Also in der Regel fragt man ja bei diesen Umfragen, wem habt ihr das letzte Mal bei der Nationalratswahl die Stimme gegeben oder so irgendwie, oder? Ja. Oder würdet ihr jetzt im Moment oder, genau, geben, ja. Und das sind halt zwei verschiedene Gruppen Leute, oder, die völlig auseinandergehen unter Umständen. Ja, das stimmt. Da haben wir einfach leider beim einen nicht so systematisch Daten. Wir haben bei den CVP-Mitgliedern so eine Geschichte gemacht, wir haben bei den FDP-Mitgliedern so eine Geschichte gemacht. Wir haben ab und zu auch bei anderen Verbänden und Organisationen so Mitgliederbefragungen. Merci. Es ist ein bisschen schwierig, dort zu spüren, eben, wer sind die Mitglieder wirklich? Warum machen sie eben vielleicht mit oder vielleicht auch nicht? Wobei, ich glaube, die Ausschöpfungsquote sind wir eigentlich sehr glücklich gewesen, bei beiden Parteien. Also, die Leute sind heute mehr denn je, ich glaube, im Meinungszeitalter, das ist auch noch so ein Schlagwort, wo man sehr, sehr gerne sich äußert zu jedem Restaurantbesuch. Mit, wie sogar beim WC, beim Flughafen muss man fast schon eine Umfrage ausfüllen, wenn man bisselt hat. Oder? Es ist so ein bisschen, zu allem muss man eine Meinung haben. Das tut man aber auch gerne zeigen. Und man hat auch den Eindruck oder den Anspruch, dass man dann auch reagiert auf die eigene Meinung. Und ich glaube, die Chancen haben jetzt zum Beispiel auch die FDP-Mitglieder gehabt. Und letztlich für eine liberale Umweltpolitik, wenn man die Details anschaut, die Vertiefungsfrage, die man auch gestellt hat, ist klar, das Muster ist eine liberale Umweltpolitik, das heisst aktiver, aber sehr stark mit Lenkungscharakter, nicht mit interventionistischen Lösungen. Das ist das, was man sehr deutlich herausspüren kann. Ich glaube nicht, dass jetzt die schweigende Mehrheit, wenn man so will, dass jetzt die ein anderes Bild hätte gegeben. Aber klar, es hat jeder die Möglichkeit gehabt, mitzumachen, oder jede, und es haben einfach die mitgemacht, die mitgemacht haben. Genau. Ja, es ist halt schwierig, weil am Schluss der Gesetzgebungsprozess ist ja dann so, dass verschiedene Sachen einfließen. Und die FDP hat sich jetzt entschieden, in den Bundesrat, in den Nationalrat und Ständeratsfraktion relativ spektakulär bei diesem Projekt mitzumachen. Zuerst hat sie sich verweigert, dann macht sie mit. Und natürlich kommt sie dann natürlich ein bisschen zu spät. Also darum hat sie auch nicht können,
dieser Vorlage, das ist jetzt umstritten, wie fest sie den Stempel aufgedrückt hat. Oder? Petra Gössi hat hier im Gespräch gesagt, es ist eine liberale Vorlage. Mhm. Und natürlich, ihre Gegner in der eigenen Partei sagen ja, nein, wir sind SP und Grün hineingehauen. Und dort ist genau der Gap, ja, oder? Genau. Und das ist genau, im Detail ist meistens das Spannende, was auch in der Debatte nachher aufbricht. Und dann braucht es eben die Leute, die bereit sind, sich quasi gegen eine Parteimeinung zu stellen. Und wenn die sichtbarer und hörbarer werden, dann schauen die Leute genau, okay, wo ist der Problempunkt? Und im Moment wird der Problempunkt eher gesehen, als zum Beispiel, das ist meine Referenzzeit, das ist 15 bis 19, die Legislatur vorher. Dort ist der Bundesrat, das Parlament eigentlich relativ locker, fast bei allen Vorlagen durchmarschiert. Und jetzt haben wir eine oder andere Niederlage. Egal eben von welcher Seite. Ja. Und das heisst, im Moment sind so die Schwächen, man schaut das sehr genau her und sagt, aber Moment. Mhm. Und das hat man ja auch erlebt. Mhm. Bei diesen ganzen Covid-Massnahmen hat man immer die Widersprüche gesehen, man hat immer die Probleme gesehen, man hat immer wieder gesehen, dass die Politik, sobald sie fährt, auf drei Funken, gibt es irgendwie nebendran gibt's auch noch ein Feuerchen, das man dann auch wieder löschen muss. Das ist typisch für jede Politik, die ein auf Kompromiss ist. Übrigens auch, wenn wir eine Mehrheit Regierung hat mit einem Programm, hätten wir die Widersprüche genau. Natürlich, so. Fast noch mehr. Ja, würde ich auch befürchten, weil dort weniger Leute mitdenken, ja, weniger Köpfe zusammensteckt sind. Und darum, wir haben die Widersprüche, aber im Moment schauen wir sehr genau her. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was... Ich habe bei der FDP ein bisschen das Déjà-vu, halt so die CVP vor 20 Jahren, oder? Und weil die FDP, wenn sie bei der SVP mitmacht, oder, dann kann sie... verliert sie auch, weil die Leute letztlich das Original wollen. Und jetzt habe ich halt wieder das Gefühl, oder? Wenn man so einen schnellen Kurswechsel macht auf grüne Ideen, sie verliert wieder einfach andere Leute und man wird am Schluss zermahlen. Du hast es vorher selber gesagt, wir reden nicht mehr von einer 20%-Partei, wie der Vorvorgänger von der Petra Gössi hat noch gesagt, das Ziel ist, 20% wieder zurückzuholen. Das ist so weit weg, von dem redet man gar nicht mehr. Man wird wie zermahlen, oder? Wie vor 20 Jahren CVP. Ja, ich glaube, das Polarisierungsphänomen ist absolut klar da. Also wir haben, unabhängig jetzt von der GLP-Geschichte, die wir einfach berauscht haben, wir haben ganz klar mal Polarisierung. Jetzt, innerhalb von dieser Geschichte von diesen staatstragenden beiden Parteien, so aus dem, sagen wir, katholischen Milieu, aus dem Wirtschaftsnachmilieu, die einerseits und andererseits, also die haben in den letzten 30 Jahren immer verloren. Und dann muss man genau hinschauen, wie der Turnaround passiert ist bei der FDP. Und das hat so viele Facetten. Wie das. Aber der wichtigste über die sagen wir, Jahrzehnte-Sicht war natürlich, dass man hat fusioniert mit den Liberalen. Und das hat mit den Dingen eigentlich, mit diesen Geschichten, wo genau ist man wenn, warum, von der Umwelt wieder ein bisschen wegkommen und wieder ein bisschen dazukommen, ist, glaube ich, weniger wichtig zu sehen auf die lange Sicht, als dass diese Formen von Parteien die haben einen extrem schweren Stand in den letzten Jahrzehnten gehabt. Ich möchte noch auf eine andere Befragung, die ihr gemacht habt, die Furore gemacht hat, zu reden kommen. Nämlich, ist es bei dir? Ja, nein, nicht nur bei mir. Nicht nur bei mir. Also sogar, ich muss zuerst sagen, welches ist, damit Zuschauerinnen und Zuschauer daraus kommen. Nämlich, ihr macht eine Befragung schon seit Jahren, muss man sagen, für die Interpharma, das ist der Verband der forschenden pharmazeutischen Unternehmen in Basel, zu Europa-Fragen, die sogenannte Europa-Befragung. Und ihr seid, gut, es war auch eine sehr aufgeheizte Woche gewesen, aber Timing is everything im politischen Geschäft. Ihr habt die Frage schon jahrelang gestellt, nämlich wie man sich so zu einem institutionellen Abkommen stellt. Oder? Und die Befragung hat ergeben, dass wenn man die eher dafür sind und die dafür sind, dann ist das eine Mehrheit von 64%. Und das hat dann, ja, ich muss auch sagen, auch bei mir gebe ich offen zu, ich gehe so Sachen dann gerne anschauen, weil ich auch mal ein bisschen Politikwissenschaften studiert habe. Und das ist natürlich die Fragestellung, Kritik von mir und anderen ist gewesen, und eben auch von Ignacio Cassis an der Medienkonferenz, wo darauf angesprochen worden ist. Also die Fragestellung enthaltet den Preis nicht, oder, wo man zahlt für so ein Rahmenabkommen. Und darum sei es nicht verwunderlich, dass wenn man eher Ja und Ja zusammenzählt, dass es 64% sind. Man muss auch noch offenlegen, die wirklich im Ja sind, sind sehr wenig gewesen, 15%, also nur ein Teil. Und ich meine, mir ist klar,
Man kann bei so einer Umfrage nicht alle Aspekte in eine Fragestellung packen. Mhm. Aber ich meine, die Fragestellung war natürlich schon ein bisschen so, gewesen, ja, dass man insbesondere eher, ja, kostet ja dann auch nichts, um das zu sagen. Was sagst du zu dieser Kritik? Es ist nicht unbedingt eine Kritik für mich, sondern okay. Es ist mehr eine spannende Frage, wie kann man es optimal abbilden, was die Leute an sich wünschen im Umgang mit dem Rahmenabkommen. Und das ist immer zu diskutieren. Wieso? Oder das eine ist die Frage, wie stehst du zum Rahmenabkommen? Mhm. Und jetzt, jede informierte Person müsste gar keinen Erläuterungstext haben. Genau. Wir sind sieben Jahre lang jetzt zum Diskutieren. Ja. Wir wissen, jeder Siota von diesen Kritikpunkten. Jedes kein Papier. Ja, genau, leider ist auch etwas zu viel. Aber wir können auch übrigens, was ich allen immer noch empfehlen, wir können das Rahmenabkommen lesen. Und es ist spannend, das zu lesen. Es ist nicht so viel. Ich bin überhaupt nicht Jurist. Wir sind, glaube ich, beide mit Gründen sind wir nicht Juristinnen oder Juristen geworden, sondern Politikwissenschaftler. Und trotzdem lohnt es sich zu lesen. Selbst das Papier. Ja. Und wir wissen auch nicht einen Erläuterungstext. Wir haben uns vorgenommen, dass wir möglichst präzise die Antworten nicht plötzlich verkehrt bekommen, zum Beispiel, weil die Leute denken, nein, da bin ich dafür oder dagegen, das ist bei Initiativen zum Teil nicht so klar. Wenn eine Initiative gegen ein Verbot von und so, dann kann es in einer Befragung, vor allem auch aus der Telefonsicht, wir machen beides. In dem Fall ist es rein telefonisch. Okay. Bei dem. Und das muss einfach für die Leute vor allem, das geht's. Mhm. Und die Informierten, die müssen nicht, das spielt keine Rolle, aber das so oder so formuliert. Jetzt bei dem haben wir einfach müssen auch antizipieren über die letzten 5 Jahre, wo wir ja das immer haben müssen machen. Wo kommt es denn und wie wird das Referendum, warum, von wem können ergriffen, ist es obligatorisch, das haben wir immer ein bisschen müssen voraussehen. Und wir waren ja früh im Jahr mit der Befragung. Da hätte man noch nicht so präzise können sein im Detail. Aber wir haben natürlich nachher die Argumente. Und was interessant ist, was noch nicht so diskutiert ist worden, wenn man die Leute so ein bisschen aufteilt, die Gruppen, wie sie zu den Argumenten stehen und wie sie geantwortet haben auf die Frage, kommt genau das Gleiche raus. Die Leute hätten die allermeisten hätten die Erläuterung gar nicht gebraucht. Die wissen präzise, wie sie zu dem stehen. Mhm. Und wir haben auch das sehr klar betont. Oder die Leute sind nicht einfach, juhui, wir haben das Rahmenabkommen. Ganz und gar nicht. Aber wir haben eine Bereitschaft, wenn es um die Erhaltung der Bilateralen geht und um quasi Zukunftsfähigkeit, wenn quasi das der Preis ist, das Rahmenabkommen, das Schwächen hat, wo wir auch gesagt haben, wird bestritten, das Rahmenabkommen, es gibt Einwände, dann wären wir tendenziell, wie du sagst, eher dafür. Das heisst aber noch überhaupt nicht, was diese Abstimmung, wir haben vorhin genau darüber geredet, wenn der Schwachpunkt, wenn der von links und von rechts knallhart auf die Schwachpunkte diskutiert und Kampagne geführt wird, dann ist der Nein-Trend fast sicher gegeben. Die Frage ist, wie weit würde er runterfallen? Aber wir halten relativ klar fest, Offenheit für das Rahmenabkommen genauer anzuschauen und für das vielleicht zum Beispiel auch abzustimmen, die ist bei der Bevölkerung wesentlich höher gewesen als bei den Eliten. Dass die SVP da wie verrückt dagegen ist, muss ich sagen, haben wir ja in der Umfrage, ist ja überhaupt kein Thema. Ja. Überhaupt kein Thema. Gleiche Kongruenz zwischen der Elitenposition von der SVP wie auch von der Basis oder von der Anhängerschaft, wie wir jetzt vorhin gesagt haben. Das ist ja eure Umfrage, die Anhängerschaft. Links haben wir das Problem, nicht rechts. Links sind die Leute geprägt von den 90er Jahren. Wir reden nicht von der Arbeiterbewegung. Die sind sehr viele Ausländerinnen und Ausländer gewerkschaftlich organisiert. Wir reden von denen, die in einer Umfrage sagen, ich wähle SP. Die sind sehr, sehr offen oder auch grün. Und sehr viel offener, als das zum Beispiel die gewerkschaftliche Position oder die Position von der Spitze von der SP ist. Dort haben wir ein Problem, wenn wir schon Elitenbasis reden. Rechts ist das, oder konservativer Kreis ist überhaupt kein Thema. Mhm. Habe ich lustig gefunden, weil die Kritik eher aus dieser Region ist gekommen, während dem eigentlich der spannende Brocken, der gesehen links. Gut, eure Studie ist natürlich viel länger als das, was man dann in den Medien daraus gemacht hat und auch wo die Medienmitteilung daraus gemacht hat. Oder? Ihr habt wirklich die einzelnen Aspekte noch befragt. Oder? Aber am Schluss war natürlich schon eine Verkürzung, wie die Befürworter vom Rahmenabkommen gesagt haben, ja, gesehen ihr, oder? Zwei Drittel sind für das Abkommen, oder? Und ich meine, so hättet ihr es ja selber nie dargestellt, oder? Und es ist schon interessant, die interessanten Details sind bei diesen Fragen, oder? Auch dort, finde ich,
Meine, du weißt genau, wenn es ein Referendum, wenn es eine Abstimmung gegeben hat, oder, dann hat man zum Beispiel das mit den fremden Richtern oder einfach Richter der Gegenpartei oder so, das wäre ein riesen Argument geworden. So haben sie aber auch nicht abgefragt, oder? Also im Einzelfall müssen wir jetzt zwei Dinge schauen, aber wir haben die Kritikpunkte auf jeden Fall gebraucht. Bei diesen Wordings versuchen wir ja gestern gerade, weil wir gerade einen Fragebogen entwickelt haben. Ja. Es ist ja lustig, Thomas Eschi hat insbesondere gesagt, wir wären ja wirklich blöd bei unserem Job, wenn wir es nicht so perfekt wie möglich machen würden. Also, wenn wir nicht ein Abbild schaffen können, dann sind wir auf lange Frist. Wir arbeiten für alle Seiten. Und das ist auch das Prinzip bei uns und das ist auch in jedem Anstellungsgespräch das Prinzip. Das sagt, wir sind offen, wir sind pluralistisch, wir glauben an die Kraft des Arguments. Und jetzt so ein Argument zu formulieren, ist relativ schwierig. Also, und du müsstest idealerweise in zwei Zeilen arbeiten. Du solltest nicht zu viele Schlagworte brauchen, die die Leute so auf eine ganz falsche Richtung bringen. Das verzerrt. Und in der Regel klingt uns das gut, aber das einzelne Argument, das kannst du natürlich immer angreifen, ist klar. Aber wir haben versucht, die Schwachpunkte, die von verschiedenen Seiten in Debatten kommen, möglichst genau abzubilden. Das probieren wir immer. Kann man aber immer auch kritisieren, ist klar. Jetzt haben wir, du hast gesagt, links ist vor allem das Problem. Jetzt probiere das nochmal darzustellen, weil es nimmt mich insofern Wunder. Erstens, weil die Linke bei dem Europa-Thema jetzt in einer recht schwierigen Lage ist, wenn man denen im Bundeshaus redet, oder? Meine, da gehen die Meinungen auseinander und man hört Verschiedenes und man hört vor allem, dass man vielleicht nicht mehr so viel hören sollte, dass man jetzt andere Themen vielleicht lieber macht und so. Und gleich, das Europa-Thema ist ein urlinkes Thema. Sie können eben, die SP muss zu dem Thema etwas erarbeiten, aber man merkt nicht richtig, wohin es geht. Was haben Sie denn dort festgestellt? Also die Offenheit für die Entwicklung des bilateralen Verhältnisses. Wir reden nicht vom EU-Beitritt. Das ist jetzt das, was ja, der als erstes... Ja. Ja, das würde ich auch im linken Spektrum im Moment ist der EU tatsächlich schlecht angesagt. Das ist ja auch ein Hintergrund, warum die SP-Parteileitung eigentlich sich quasi auf Seite von der gewerkschaftlichen Position gestellt hat und gesagt, es geht hier nicht nur um die Frage von der flankierenden Massnahmen für den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz, sondern es geht eigentlich um den ganzen Charakter, die ganze Entwicklung der Europäischen Union in den letzten 20 Jahren. Von dem her, das fair enough, aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass die Idee, den Weg offensiv weiterzugehen und in dem Sinn auch im europäischen Verbund probieren, Lösungen zu suchen. Vielleicht auch andere Lösungen, wenn das vielleicht die Mehrheit in der Schweiz will, im Übrigen. Dass man vielleicht ein bisschen, einen Katalysator macht für Reformen im Inland, für den Sozialstaat ein bisschen neu zu denken. Das sind alles Anstöße, die man sich von früher her, von der europäischen Gemeinschaft, von der EG noch gewünscht hat. Und das ist die 90er Jahre. Die Prägung von der Polarisierung von damals, oder? Und viele von den Anhängerschaften von der SP sind natürlich aus dieser Tradition überhaupt in diese Richtung gekommen. Der EWR ist für unsere Generation das politisierende Element überhaupt gewesen, oder? Das war meine erste Abstimmung, das erste Mal dürfen wir stimmen. Ich war völlig passerstuhl, wie das Nein können. In meiner Kinderklasse, wir hatten einen einzigen Gegner. Okay. Aber es ist hochspannend. Dort hast du gelernt, was repräsentativ ist und was nicht. Ja, vor allem dort, ich habe noch gedacht, man muss einfach im Bundesrat lernen, wie man Kampagne führt. Du siehst, super. Das war so mein Anstoss eigentlich gewesen, über die Jahre. Oder? Das hat uns politisiert. Und damals hat die SP ein Gesicht bekommen. Ein neues Gesicht von Peter Bodemann, denke ich, wo eben die Grundidee drin war. Ich glaube, in der Anhängerschaft von der SP ist die Grundidee extrem verankert. Aber auch der Kritik an der EU, wie sie sich heute präsentieren, natürlich zugelassen. Das muss man fairerweise sagen. Ja, und auch dort ist Mitgliedschaft vielleicht etwas anderes als Sympathisanten, die Wählerinnen und Wähler. Oder? Das ist ja ein bisschen ein Problem, dass der klassische Arbeiter, vielleicht sogar der klassische Gewerkschafter, aber manchmal nicht mehr das SP-Zettel in die Wahl runterlässt, oder? Und dort geht der Spagat schon auf. Oder? Ich glaube auch, dass das ist jetzt ein klassischer Elitenbasiskonflikt im Moment. Oder? Man versucht ja jetzt, das zu kitten. Oder? Ich glaube,
Signale, die seither sie kommen, seit dem Ende, sind ganz eindeutig, dass die SP sich nicht antieuropäisch positionieren und sozusagen auf die Seite von der SVP schlagen. Das wäre undenkbar. Ja. Aber gleich muss man so auch sagen, da hat sich etwas aufgetan. Und was man eigentlich in den letzten Jahren deutlicher hat gespürt, ist der Führungsanspruch der Gewerkschaften. Das haben die Gewerkschaften, wenn sie selber sie waren sehr hierarchisch organisiert. Sie haben eine starke strategische Achse. Sie haben viel erreicht, ganz genau wegen dem. Sie waren enorm wichtig in den letzten Jahren und Jahrzehnten, würde ich sagen, die Gewerkschaften. Gerade weil sie so gut organisiert und so ganz strikt strategisch aufgestellt sind. Und das haben wir zum Teil jetzt auch im Präsidium von der SP mitgespürt. Das war immer in einer Gewerkschaft, der Christian Löffel. Klar, ja. Und die neue Generation, Meier und Wermuth, die haben auch den Anspruch. Und das finde ich an sich spannend. Mhm. Aber es ist, jetzt gerade haben wir natürlich evident einen extremen Elitenbasiskonflikt. Mhm. Ich habe Anfang Juli habe ich dann den Cedric Wermuth hier. Mit ihm diskutiere ich das weiter. Danke für den Besuch. Merci vielmals. Ah, gut, Dominik, merci vielmals.